Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Wir schauen uns DCV, DNS und Tamas an Struggle. Und ich fand irgendwie, dass DCV verschwunden war, verschollen war, weg war. Und jetzt kam er hier mit einem Song daher. Und viele schreiben, also mir persönlich hat kaum keiner geschrieben, aber viele schreiben, dass der Song einfach ein Killer-Song ist. Ja? Und aber leider irgendwie nur 178.000 Aufrufe. Schade eigentlich, der junge Mann kann was. Er hatte einen riesen Hype, ich meine 2012 oder irgendwie sowas gehabt, 2013, ich weiß es nicht mehr. Zumindest da war ein riesen Hype um den jungen Mann mit Songs, wo viele dachten, er verarscht erstmal einen. Aber auch sogar Julians Blog hat über den sogar mal was gemacht. Cooler Typ, geile Musik und die gönnen wir uns natürlich aus ganzem Analherz. Ratatat Records. Wieso hat er einen brennenden Kopf gehabt, Digga? Was ist da los? Schon dieser warum wird mir immer Flair empfohlen, wenn ich hier auf diesen Button gehe? Ich weiß es, egal auf welche Mucke ich gehe auf diesen Button drüber, da kommt immer Flair, dieser Boy. Und ich habe dazu ein Video gemacht und das wurde gesperrt. Ach ja, apropos, das Video von gestern von 18 von Bones, ja, ist eigentlich 187, aber von Bones MC, Jesus und Raf Camora wurde leider gesperrt. Für, weiß nicht, was waren das, 12 Sekunden oder so. Habe ich ja auch gesagt. Das Netzwerk bei denen ist ein bisschen heavy, Alter. Man kann meinen Struggle. Man kann meinen Struggle. Man kann meinen Struggle. Diese Sachen finde ich, ich fand immer diese Sachen geil. Hier dieses hier. Ich weiß nicht, sieht man meine Maus? Fuck, sieht man nicht, oder? So? Auch nicht. So? So, Mann, warum sieht man meine Maus nicht? Hier? Egal. Ihr seht ja hier links diesen Schweif an seinem Arm, hier oben so. Solche kleinen Effekte fand ich immer cool, finde ich immer noch cool. Weil es einfach, ja, wie soll man sagen, man hat sich versucht, so Mühe zu geben. Oder da ist Mühe drin. Also muss man ja immer so mit extra Programmen und so einen Scheiß machen. Keiner von euch weiß, wie viel Fick ich gebe. Außer meine beiden Lieblingsmädels. Dein Brustkorb gefüllt mit Schmerz und Liebe. Verstecke Messer für Stiche, weil ich auch mehr verdiene. Und Stich für Stich wird dann vernünftiger. Sie sagen, dass ich früher ein besserer Künstler war. Ich halte die Kacke durch, weil ich Rückgrat habe. Meine mobile Klappe zurück und mit danach. Das ist jetzt dieser Tamas. Ich kenne den wirklich nicht. Ich habe den noch nie gehört. Wartet mal so lange. Also wir sitzen ja eh jetzt gerade so ein bisschen zusammen. Eine kleine, wunderschöne Runde. Ich mach mal ganz kurz hier nochmal ein Browser auf und guck mal, wer ist Tamas? Tamas, oh, da gab es schon vor längerer Zeit. Tamas, Tamas Dislike, der war sogar bei Dislike dabei, okay. Anscheinend schon länger dabei, also, aber ich kannte den nicht. Gehe zu drei Jobs für den Mindestlohn und kann mir bestenfalls davon etwas zu kiffen null. Die Musikindustrie ist eine Missgeburt, sie können mir meine Zeit nehmen, aber nicht mein Brot. Richtig, die Industrie ist eine Geburt. Ich wollte eigentlich gerade was über die Geißen sagen, aber ich darf das jetzt nicht. Ich habe gehört, die verteilen jetzt so ein bisschen Anzeigen und so. Einzige in meinem Rücken sind meine Mädels und das ist der Grund, warum ich jeden Morgen arbeiten gehe. Hände rauer als Steinpapier, die Kohle muss rein, ich habe keine Zeit zu verlieren. Ja. Meine Schuhe passen keinem von euch Hurensohn. Also lasse ich mich von keinem von euch cool. Das ist doch mal so ein bisschen Rap, der dich in die Steinzeit wieder zurückholt, ja? Man hört den Beat, Flow, es ist... Ich habe jetzt kein Autotune oder sonst was rausgehört. Es ist dieses, wenn man sich genau das anhört, gibt es nur zwei Doubles, meine ich, wenn ich jetzt richtig gehört habe. Es gab nur zwei Doubles. Also so richtig auf Oldschool aufgebaut. Also ich habe ehrlich gesagt nur zwei Doubles rausgehört. Halte Distanz, will keinen von euch treffen, wenn ein so drum kennt, ist ein guter Mensch. Will noch was schaffen, bald muss ich weg, denn irgendwann ist man zu alt für den Dreck. Vorher will ich noch eine Palette von geltenden Bands, ich bin in den Zeit bei den Festivals. Okay, ich höre wirklich nur zwei Doubles raus.
Und das macht man ja eigentlich heutzutage, wenn du man beim anderen Rapper die Mucke hört, dann hört man wesentlich mehr. Man hört da Doubles, dann gibt es einmal so, man legt so eine Stimme drunter, also auf seine Hauptstimme legt man noch, rappt man das nochmal ein, also auf die Hauptstimme rappt man noch denselben Part ein, dann legt man das drunter, da hat man halt so ein, wie soll ich sagen, so ein, wie kann man das erklären, so ein Effekt, dass man aus allen Seiten hört. Ja, man hört den anderen aus allen Seiten. Wenn man hier jetzt genau hinhört, hat man nur so einen linken und rechten Kanal, was eigentlich schon ist ein bisschen oldschooler. Alle droppen, live alle toppen, paar Bade poppen, scheiß auf Gästeliste Plätze. Das stellt mir nicht das Essen, keine Zeit mich hinzusetzen. Meine Schuhe längst durchgelaufen, doch mir ist scheißegal, denn ich renne bis zum Ende. Niemand kennt meinen Struggle. Warum feiern ihn so wenig Leute einfach? Der macht einfach geile Mucke. Ich raff das nicht. Einfach bombenstark, Alter. Ah, das ist auch geil. Hier, das mit dem Dreizack, also mit dem, kennt ihr hier vom Teufel seinen Dreizack, sag ich mal jetzt. Teufelsschwanz, Alter. Drei, Mädels rennen in der Bude rum, zwei, tragen eine Windel, du Hurensohn, eins, ist und bleibt sicher, keiner von euch Mutterficker nimmt mir die Wurst vom Brot, mit eigenen Händen hab ich's aufgebaut, keiner von euch kann mir diesen Traum versauen. Ah, ich liebe, wenn er anfängt, so schnell zu rappen, weil DCV, DNS, ich finde seine Stimme einfach gut, weil die erinnert mich so ein bisschen an, wie soll ich sagen, an Sido. Sido hat ja nicht so eine tiefe Stimme, wie viele so immer. Ich bin der Gangster. Sondern der hat eher so eine hohe, piepsige Stimme. So eine, irgendwie so eine komische, zumindest. Und die ist geil. Ich finde die, ich feier die. Und das ist das, was DCV DNS auch hat. In einer Zeit bin ich aufgetaucht. Mir geht es immer noch um Mucke, nicht um Hausverkauf. Schiedsanschluss, um ihren Arsch zu retten. Aber prallen dann, sie wollen mir die Nase brechen. Weil sie zu dumm sind, um nachzudenken. Werd keine Beachtung schenken. Haut mir aus. Ah, das kenne ich auch lieber, DCV, DNS. Das ist halt das Internet, das sind halt so die Leute, ja. Man sind da draußen einfach viele, 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 viele. Ich kann einfach das Wort nicht genug. Ich versuche das jetzt mit STGC Copy und dann mit STGV einzufügen. Also viele, 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 viele sind da draußen einfach zu dumm. Die verstehen nicht zwischen Sarkasmus, Ironie, zwischen, ich sag mal, Wortspielerei. Zwischen Hip-Hop und Nicht-Hip-Hop, zwischen Analyse und Nicht-Analyse. Also kenne ich das, wie viel Drohungen ich bekomme. Bis ich blute, doch ich lach so laut, ich kann als jetzt das Gutes. DCV war schon ein Psychopathik in der Schule. Haftbefehl ist der beste, schöne Grüße. Doch wenn ich abfahre, nochmal seh, rotz ich ihm höchstens vor die Füße. Oh, apropos Haftbefehl, wo ist der junge Mann denn überhaupt? Da hat er was richtig Feines gesagt. Ich habe von Haftbefehl locker schon seit 2 Jahren nichts gehört. Zwei? Kommt gut hin, 2 Jahre, ne? Das Letzte, was ich noch von Hafti weiß, da war da mal so ein Battle. Also, das war so, ich glaube, so ein Spaß-Battle, ja. Da war Lars gegen Haft und so auf so einer miege Bühne. Die haben da so eine Show gegeben, bla bla. Und da haben die so ein kleines Spaß-Battle so gesehen veranstaltet. Das ist so das Einzige, woran ich mich noch erinnere. Mehr nicht. Lust an der Scheiße verloren. Doch alleine geht es sicher wieder weiter nach vorn. Die sie entspricht keiner Norm. Ich pass nicht rein in deine Form. Ich bleib alleine, weil ich keinen brauch. Eine Kugel reicht in meinem Lauf. Lauf. Jetzt, wenn ich es sage, dann steig ich ab. Ah, in meinen Lauf. Lauf. Ah, ich hoffe, ihr habt verstanden, worum es geht, ja. Das heißt, ich habe Kugel in meinem Lauf und du musst laufen. Also lauf. Geil. So lange geht's die Leiter Rollwerk auf. DCV und Tam, ihr müsst die Großfamilien schicken. Denn musikalisch können sie damit nicht ficken. Eine Ansage anscheinend an sehr, 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 oh Mann, ich lasse das Wort mal so sein, an sehr viele Menschen da draußen, Rapper, die Großfamilien haben. Meinen Struggle. Man kann meinen Struggle. Man kann meinen Struggle. Lauf in meinen Schuh, lauf in meinen Schuh. Sehr, sehr, sehr geil gemacht auch. Ich feier das.
Also man sieht dann das Video, wurde schon so ein bisschen was reingelegt, ja. Also der junge Mann hat auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient, ja. Liebe Leute, gebt dem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Ich denke, weiter brauche ich eigentlich zu gucken. Das ist so ein bisschen outro-mäßig, so eine Abklinkung. Also, ihr wisst, was ich meine. Feiert den Typen. Ich feiere ihn. Ich feiere ihn. Ich mag DCV, den ist. Ist hier.